überlebt. Dank Ihnen, Corvo, danke. Mein Onkel ist ein guter Mensch. Eines Tages wird er es beweisen. Hier. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Ein Erbstück von einer meiner Tanten. Wer, das ist nichts wert. Okay, 100 Münzen, das ist okay. Könnte wetten, er spielt nochmal eine Rolle. Sie sind alle korrupt. Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Lord Regenten und seine wichtigsten Verbündeten eliminieren. Das wissen Sie. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lord Regenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lord Regent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ich hoffe. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wow! Du Fettigen! Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lord Regent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Jetzt noch nicht. Es gibt noch ein paar Dinge zu erledigen, Admiral. Ich wollte eigentlich noch zu dem Tünnis hier, der die ganzen Sachen aufwertet. Da ist er doch. Renn doch nicht weg, Junge. Kann ich Ihnen behilflich sein? Oh ja. Ah, neue Verbesserung erhältlich. Der Bauplan, den du Piero gebracht hast, schaltet diese Verbesserung frei. Maskenoptik 2. Was kann die Maskenoptik 2? Bietet eine stärkere Vergrößerung. Nee. Artefaktkapazität, das hört sich doch gut an. Schwerthärtung. Ich kaufe mir erstmal so ein. Dann noch ein. Mehr dann wohl nicht. Was haben wir denn hier noch? Verringert die Abweichung und erhöht die Zielgenauigkeit. Ah, okay. Schneller und weiter. Automatisches Nachladen. Achso, dass die Betäubungsbolzen früher wirken. Gute Frage. Was wäre jetzt angebracht? Ich würde fast schon sagen, früher wirken, da ich ja so wenig wie möglich töten möchte. Kaufen! Okay, dann kann ich jetzt schon mal ein Artefakt wieder mehr einsetzen. Obwohl das jetzt nicht so ein super Artefakt ist. Haben es wirklich in sich. Den Oberaufseher in sich. Den Oberaufseher. So, ab ins Bett. Ich weiß schon, was mich da erwartet. Die können mich nicht mehr überraschen. Ah, Geld. Soll das bedeuten, Sie wissen nicht, wie man einen Knicks macht? Sir, bitte. Ich stand nie in den Diensten eines Edel. Das ist keine Entschuldigung. Sie müssen die korrekte Etikette lernen. Der Houndpits-Pub sah schon einige Edelleute. Wenn Sie hier wären, würden Sie bestimmt nicht erkannt werden wollen, Sir. Das ist egal. Lord Pendleton sollte den Respekt erfahren, den er verdient. Das verlangt er zwar nicht, aber er nimmt es zur Kenntnis. Ja, Sir. Verzeihung. Und haben Sie vergessen, dass wir bald eine zukünftige Kaiserin haben? Okay, ja. Sollen die mal weitermachen? Oh, falscher Knopf. Ich wollte auch rennen. Und Sie wissen nicht, wie man einen Knicks macht. Aber sie ist nur ein Kind. Warum habe ich eigentlich das beschissene Zimmer auf dem Dachboden? Jetzt mal im Ernst. Was will er denn da drin? Lass mich pennen.
Wie gesagt, voll das Durchgangszimmer. Ich gehe jetzt schlafen. Geh in dein Schlafzimmer. Im Tagebuch findest du alle Notizen, die du eingesammelt hast. Informier dich über die Weiner. Na, merkwürdig. Hier ist die Tür wieder da, also bin ich nicht im Traum. Aber an sich soll ich hier nach unten gehen. Hallo? Ja. Direkt nach unten rennen. Und nachher werde ich mal meine Runen einsetzen, also wenn ich es dann doch brauchen werde irgendwann. Ich kenne das Golden Cat, nicht als Kunde, versteht's. Da ist der Admiral, los krabbel. Hallo Corvo, Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn sie ihm helfen wollen. Aber ich weine auch sofort, wenn ich da drin bin. Macht er denn mir gratis Betäubungsbolzen? Wo ist er? Piero? Piero, wo bist du? Oh, wo ist das Herz? WTF? Hier finde ich ja noch was. Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Ja, das kostet doch wieder, oder? Ja, klar. Aber wie viel habe ich denn davon? Ein. Ja, okay, ich hole mal ein paar. Alter, was für ein Halsabschneider. 30 für einen Bolzen? Da hole ich gar nichts mehr jetzt. So, Moment. Oh, mein Gott. So viel Skyrim gezockt. So, wo sind wir denn hier? An sich würde ich doch fast schon sagen, dass das unten ist. Unten im Keller, also in der Kanalisation. Dann gehen wir doch mal da runter. Da ist auch eine Öffnung. Okay. Das sieht mir aus wie ein Weiner. Eher wie ein Kotzer. Was nehmen wir denn da mal? Ein bisschen mehr Action oder halt... Ja, wir betäuben mal wieder. Bringt zwar voll viel bei dem. Ich weiß gar nicht, oder ist das egal bei dem? Kann ich die einfach töten? Flap! Und da liegt ein Wasser. Oh nein. Hat die denn ausgekotzt? Na, machen wir mal Folgendes. Entschuldigung. Okay, ich habe die Vorfälle untersucht. Das ist schon krass. Ist irgendwo, hier ist irgendwas. Finde ich es auch so? Ich glaube schon. Oh yeah. Eine Rune.
Heftig, zwei Runen auf einem Fleck. Okay, dann mal wieder raus zu Corvo. Nicht Corvo, Corvo bin ich, zum Admiral. Ich bin Corvo. Ah, schon mal ein Fall wieder drin bei 30 Münzen. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Richtig. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Ich bin bestimmt der Einzige, den ihr kennt. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Gut. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Ach, der einen Pranger. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Hört sich gut an. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Begib dich zur Golden Cat. Corvo, auf ein Wort. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Echt? Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Okay, ernst guckender Mann. Da ist Samuel. Hallo. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Alles klar, Samuel. Suchen wir nach Emily. Ah ja, Maske auf. Zack, Maske drauf. Pyrrhos Arznei und Sokolovs Elixier sind... Verdammt! Penis. Konnte ich nicht lesen. Ich werde Sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Corvo. Den restlichen Weg müssen Sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann Ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach Ihnen und der Kleinen, die Sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily Ihnen viel bedeuten muss. Vielen Dank. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Scheint so, was? Okay, jetzt starte ich wieder hier wie bei der anderen Mission auch. Aber macht ja nichts. Aber ich sag einfach mal, bis im nächsten Part. Tschüss.